Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei FIFA 14 und zwar mit dem Ultimate Team Mode und jo, ich habe letztes Mal so ein paar Spieler hier reingestellt und verkauft und so weiter, somit haben wir jetzt wieder ein paar Münzen über und gut, ich glaube ein paar könnte ich noch verkaufen von denen, die ich da drin habe, weil wir die nicht wirklich brauchen, aber gut, irgendwo muss ich jetzt hier nochmal Transferliste gucken, da wollte ich noch ein paar loswerden. Den hier. Aktuell nicht geboten, okay. Müssen wir nochmal reinsetzen. Ich setze die so billig wie möglich rein. Und das war's dann. Dein Objekt steht nun zum Tausch bereit. Ja, ja, haben wir. Alles klar. Und Torres. Mal sehen, ob den jemand haben will. Und dann gucken wir demnächst nochmal rein, beziehungsweise eventuell seht ihr das dann beim nächsten Mal schon gut. Und ich würde sagen, haben wir eigentlich hier noch ein anderes Banner oder so? Wir nennen seinen Verein um. Gold Premium. Tagesgeschenke, bla bla. Wo konnte man denn den Banner hier ändern? Transfer erlöst, minus 2155 Vereinsnamen ändern. Erste Turnier, Partie bestreiten, gegen das Team der Woche antreten. Achso, das müssen wir auch noch alles machen. Mann, Mann. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Gut. Ich würde sagen, wir spielen wieder mal ein Spielchen. Und wenn wir dann aufgestiegen sind, können wir uns an die anderen Ziele daran machen. Und ich hoffe mal, dass wir das gewinnen. Beim letzten Mal gab es ja nur einen Unentschieden. Oh, wir haben hier einen Verletzten. Damia, linke Seite. Da müssen wir dann hier De Schacht bringen. Der ist in jeglicher Hinsicht schlechter, außer beim Kopfball. Sehr viel langsamer. Passgenauigkeit ist nicht so hoch. Dribbling ist sehr schlecht bei dem. Oh, oh. Oh, oh. Schnelligkeit war das ja nicht. Schussgenauigkeit, oder? Nee, Tempo war was anderes. Gut, dann nehmen wir den nochmal komplett raus. Mal letzter. Jetzt haben wir nicht noch einen anderen dafür. Egal. Wir machen weiter und suchen einen Gegner. Und haben anscheinend schon einen gefunden. Der hat eine ganz gute Latenz. Hurricane Valencia. Gut, dann schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht und wie gut der Gegner ist. 52 Chemie, das sagt schon mal was aus. Und ansonsten anscheinend nicht so eine gute Mannschaft. Chemie auch nicht allzu toll. Mal sehen. Ja, der hat ja noch einen Bronzespieler, aber das muss ja nicht so viel heißen. Bernd Leno im Tor, das ist schon mal ein guter. Weiß nicht, ob der hier auch sehr gut ist oder ob man am Anfang den einfach kriegt, egal wie viel Werte der so hat. Also es gibt ja immer verschiedene Leute hier und auch verschiedene Prioritäten bei den Leuten. Also manche von den Lenos haben dann mehr Fangsicherheit, manche mehr irgendwo anders. Ah, das gibt's ja nicht. Manche Reflexe, manche sonst was. Und davon ist es auch immer abhängig, wie teuer die dann sind. So, da ist jemand durch und da ist hoffentlich jemand mit dabei von der Partie. Schieß! Ah, was war denn das? Regenwetter wieder. Ah, das gibt's nicht. Er steht hier mit 5 Leuten hinten drin. Da können wir nicht allzu viel machen. Ja, er versucht hier anscheinend immer an der Linie lang zu laufen. Oh, wo passt du denn hin? Der steht doch da. Ist doch eigentlich nicht schwer zu finden, dein Freund. Ja, die Pässe hier irgendwie komisch. Zweimal komplett hier falsch gespielt bisher. Ich hoffe mal, dass sich das noch bessert. Der neue Mann hier auf der linken Seite macht sich erstmal ganz gut. So, jetzt aber mal nach vorn mit dem Ball. Ah, das gibt's nicht. Immer unsere hohen Bälle. Sollte mal ein bisschen versuchen zu dribbeln durch die Mitte. So, und jetzt Emanuelsson. Und, warum springt denn da irgendwo hin, obwohl da überhaupt gar nicht der Ball ist? Das war nicht so schön. Was macht denn dieser Spieler da? Hetemai, Junge. Gerade du solltest doch das besser können. Bisher ja so unser Starspieler bisher. Bisher. Hoffentlich bleibt das auch so. So, den mussten wir jetzt rausholen hier, sonst hätte er wieder das Ding kassiert, ganz sicher.
So, weg. Alle weg. Und Elmander kriegt den Ball nicht mehr. Schade. Ja, ist immer so ein bisschen komisch, das Ganze noch zu kommentieren, weil man im Endeffekt so konzentriert normalerweise sein müsste, was ich gerade nicht bin. Und dann zwischendurch immer noch zu reden, ist schon ziemlich schwierig. Ach Gott, ja, man sieht's hier. Konzentration ist nicht wirklich da. Immer beides zu machen ist dann doch nicht so einfach. Gut. Aber es soll jetzt keine Ausrede sein. Ich will ja auch nicht hier sonst wie gut spielen, sondern einfach nur euch so ein bisschen zeigen hier, was für eine Mannschaft man zusammenbauen kann. Beziehungsweise, ihr wisst es ja wahrscheinlich schon besser als ich, aber welche Mannschaft man wie spielen kann und wie gut die denn sein können. Oh, meine Fresse. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Jetzt bist du komplett frei. Sepulveda. Und nein, da schießt er vorbei. Was ist jetzt los? Haben wir da einen Freistoß gekriegt? Ne, das schon. Warum zeigt er denn da hin? Bei einer Ecke braucht er doch nicht nochmal die Hand zeigen vom Schiedsrichter. Das ist doch ganz normal, wer da jetzt die. Ach Quatsch, die Ecke, Abstoß meine ich. Wer den Abstoß bekommt. So, jetzt hier auf die Außen. Und da läuft wieder jemand von uns und auch ganz gut mit. Und das Ding ist nicht drin. Das gibt's doch nicht. Ah, wir haben hier Chancen, die wir nutzen müssten. Ist ja immer so, dass man, wenn man die Chancen nicht nutzt. Oh, warum gehst du denn da nicht ran? Das verstehe ich nicht. Dass man dann auch das ein oder andere Gegentor kassieren könnte. So, auf geht's. Der war im Aus und deswegen kriegen wir den Einwurf. Und jetzt mal die Flanke. Und, oh, schade. Der war eigentlich richtig gut, der Flankenball. Weg jetzt hier, alle Mann. Ja, wir kommen hier nicht wirklich durch. Ah, da war im Abseits. Ah, ne, da oben, da steht ja noch jemand. Oh, wo schießt denn der hin? Ich dachte, der geht rein. Meine Güte. Haut er das Ding noch neben den Pfosten? Oh, ganz schlechter Schuss hier von Ullmann, ne? Der hätte reingehen müssen. Also, besser könnte ich den eigentlich gar nicht spielen da in dem Moment. Aber wenn er mir den nicht genehmigt, dann können das kein Tor werden. So, jetzt hier ein Foul. Ganz klares Foul. Spectre kriegt hier die gelbe Karte. Und wir werden sehen, ob das noch ein Nachteil wird. Vielleicht kriegt er noch eine gelb-rote. Ah ja, wir haben wieder so einen ganz kleinen Stürmer da vorne mit diesem Argentinier oder Brasilianer, den wir da haben. Der ist nicht so wirklich für Kopfbälle gedacht. Ja, warum hältst du denn an da? Jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, da den Ball zu bekommen. Weil er einfach viel zu langsam ist. Boah, auch ganz schlecht, dass er nicht gedeckt war. Unsere Spieler hier irgendwie von Manndeckung haben die noch nichts gehört. Und auch Raumdeckung ist nicht da, also nicht, dass ihr jetzt hier sagt, man muss ja nicht den Mann decken. Zumindest den Raum müsste man decken. So, ah, das gibt's da nicht. So, und jetzt bitte mal einen Angriff. Ja, er ist hier der Held. Hetmai. Mann, Mann, was der sich heute leistet. Da macht er ja alles, was er sonst so gut gemacht hat, schlecht. So, jetzt hier hinten Britos. Habe ich noch gar nicht genannt, die Namen, weil die eigentlich gar nicht so häufig in Ballbesitz kommen. Meistens ja der Torwart derjenige, der da hinten die Dinger dann drin hält. Ah, das gibt's doch nicht hier. Der Spieler da, der regt dann ja auf. Dreimal angeschossen. So, lauf. Das gibt's nicht. Wow. Außen jetzt hier auf The Show, der ja neu war. Hetmai und nix war. Ja, da ist das Ding drin. Sepulveda, alles klar. Der, hey mal. Hetmai doch noch der Wichtigste. Also, ganz ehrlich, hier wieder die wichtigste Aktion hat er dann doch gebracht. Eine ganz gute Flanke hier. Auf den werten Herrn und er haut das Ding dann oben ins Eck, sodass im Endeffekt keine Reaktion vom Torwart mehr möglich war.
Gut, den kriegen wir jetzt hier nicht unterbrochen. Aber der Ball ist weg. Und ja, wir haben den Halbzeitpfiff gehört. Ich hoffe mal, dass wir diesmal die Führung hier auch über die Zeit retten. Beim letzten Mal haben wir ja auch geführt, aber das hat uns nicht viel gebracht. Was ist hier los? Spiel fortsetzen. Ich hoffe ja mal, dass wir dieses Mal wenigstens hier auch siegreich dann vom Platz gehen. Ich finde es immer nicht so schlimm, wenn man nicht gewinnt. Das habe ich aber beim letzten Mal auch gesagt. Vor allen Dingen, wenn es wirklich verdient ist. Und letztes Mal war es echt verdient, das Unentschieden. Da sage ich gar nichts zu. Oh, das war eine Ecke. Eine Ecke, hoffentlich. Was? Was? Wie sollen wir den denn gehauen haben, dass er so irgendwie nach oben fliegt? Keine Ahnung, was er da gesehen hat für einen Müll. Meiner Meinung nach ganz klar eine Ecke. Tja, den hat er noch gehabt. Und wir gehen gleich weiter nach vorne. So, Sepulveda wieder. Ist aber viel zu langsam hier, um die Bälle immer wirklich auch über die Distanz hier nach vorne zu tragen. Oh, was macht denn der da? So, weg jetzt hier. Britos wieder geklärt. Er scheint ganz sicher zu sein da hinten. Oder relativ sicher zu sein. So, Della Rocca, ja eigentlich auch immer ganz guter. Diesmal kein Kopfballtor. Muss ja auch nicht immer sein. Ah, haben wir noch? Schade. Da kriegen wir aber auch die Spieler nicht so, wie ich die haben will. In der Situation. Und deswegen war das auch ein bisschen schwer zu machen. Wow, ein Glück. Was macht denn der da wieder? Ah, ein Lappen. So, danke, dass du den drinnen hältst. Da sind wir dir sehr dankbar für. Lauf. Ach Gott, Elmander. Noch einmal. Die gehen aber wirklich kein Stück zum Ball, ja. Ist echt nervig. Er steht genau neben dem Ball und geht nicht ran. Einfach nur, weil er schon noch wieder einen Schritt gehen wollte und den dann auch gemacht hat, ohne dass man den selbst eigentlich machen wollte. Aber gut. So ist das eben. Ach Gott. So, den kriegst du. Schade. De Schacht. Zu langsam hier. Können wir nichts mit anfangen mit dem. Und den hat er gefangen hier. Ein Glück. Wir lassen uns mal ein bisschen Zeit, damit die Spieler wieder ein bisschen wegkommen. Müssen aber trotzdem den langen Ball geben. So, den haben wir sogar. Ah, der sollte nach ganz unten. Aber diesmal wirklich auch nicht doll genug geschossen, glaube ich. Beziehungsweise gepasst. Warum kriegen wir denn den Spieler, der am weitesten von diesem Ball wegsteht? Das verstehe ich nicht. Mann, Mann, Mann. So, geh ran. Und jetzt lauf ein Stück. Bruno Saltor. Ja, das wird wieder nichts. Der steht aber auch immer generell hinter dem Mann. So kann man kein Kopfballtor machen. Das wird so nix. Ja, jetzt pfeift er hier noch den Vorteil ab. Naja. Auch nicht unbedingt nötig, aber gut. Beschwere ich mich jetzt nicht wegen so einem Quark. Nein, oh Gott. Ja, da haben wir, glaube ich, abgefälscht. Gibt's die Ecke. Ich hoffe mal, dass er das nicht so gut drauf hat. Kriegen hier echt keine Spieler vorne, das ist nervig. Ich will den größten Spieler immer haben, weil ansonsten kann man den sowieso nicht abwehren, den Ball. Aber den kriegen wir nicht. Kriegen wir einfach nicht. So. Ja, warum auch immer er dann den Ball mit der Hacke annehmen muss. So haben wir den Ball zwar trotzdem, aber es war ja eher so eine unsichere Sache. So, da hinten steht jemand frei von uns. Der allerdings nicht allzu gut auf dem Posten. So, aber mit so einem Schuss kann er uns hier nichts anhaben. Also wird man dafür, dass wir so eine Bälle kriegen. Was macht der denn da? Ihr habt ganz genau gesehen, wo ich hingeschossen habe, oder? Gut, dass wir jetzt so ein bescheuertes Gegentor bekommen. Zeigt mal wieder, wie bescheuert das Spiel manchmal sein kann. Und wie nervig. Ja,
Super, oder? Also ich drücke komplett nach links, gucke da auch hin und er spielt ihn trotzdem nach vorne. War eine super Sache. Absolut unverdientes Tor. Oh Mann. Also das Spiel hätten wir jetzt gewinnen müssen. Und da macht uns das Spiel mal wieder so ein kleines Kreuz durch. Ich kann es immer nicht leiden, wenn das Spiel solche Fehler hat. Und das hat es leider zu oft. So, jetzt weg mit dem Ball, das gibt's doch gar nicht hier. Mann, Mann, Mann. So, das war ein Foul. Wird auch nicht geahndet. Jetzt ist der Schiedsrichter anscheinend hier gar nicht mehr vorhanden oder so. Oh, der war im Abseits. Warum spiele ich da hin? Der war sowas von eindeutig im Abseits. Ach Gott. Jetzt machen wir auch einen Mist. Das gibt's gar nicht. Aber dieses bescheuerte Gegentor, das nervt echt. Ist ja schon. Oh, Junge, nimm den Ball an wie ein Mensch. Wir haben Abseits. So, beim Einwurf gilt ja kein Abseits. Tja, toller Pass. Nach vorne. Ja, also weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier irgendwie so ein bisschen gerade einen Hals auf das Spiel. Aber vielleicht schaffen wir doch noch mal so einen kleinen Angriff jetzt hier. So, Sepuelda. Oh, der kann doch nicht mal lupfen, der Hoshi. Oh, Gott im Willen. Kann nicht wahr sein. Den hätte er einfach nur lupfen müssen, so wie wir das wollten. Spielt er den wie der letzte Lump da. Ach Gott. Solche Spieler hier. So. Ja, super Pass. So spielen das. Sehr schlechte Spieler, sehr gerne. Und jetzt bitte, Emanuelsson. Wir kriegen Vorteil, tolle Sache. Können wir nichts mit anfangen. Oh, wo schießt denn du hin, Junge? Oh, nee. Also ein paar Lappen hier drauf. Da müssen wir echt noch ein bisschen was machen. Und dafür sorge ich jetzt auch gleich. Ja, also das war so ein Beispiel für ein total unverdientes Unentschieden. Ich wurde dann natürlich nach dem Gegentor ein bisschen schlechter, einfach nur weil mich das aufgeregt hat. Aber gut. Muss ich jetzt mit umgehen. So ein bescheuertes Gegentor kriegt man ja sehr oft hier im Spiel und ich werde auch ziemlich häufig gefoult und da wird auch nichts gemacht. Von daher bin ich daran schon so ein bisschen gewöhnt. Gut. Wir suchen uns jetzt hier einen weiteren Spieler und ich würde sagen, wir gucken erst einmal, wo wir den am nötigsten haben. Gut, auf der linken Seite haben wir einen Belgier momentan. Ist denn der andere schon wieder da? Wir hatten ja noch einen Linken. Der ist noch nicht wieder da. Der Dirk auch nicht. Der Dirk aber auch langsamer gewesen, glaube ich, als der, den wir da momentan haben, oder? Sepueda. Der hier ist sogar noch besser, Elmander. Also eigentlich ist der Dirk nur schneller. Naja, Quatsch. Nur langsamer. Alles andere kann der eigentlich besser. Also schießen, passen, dribbeln. Den nehmen wir mal wieder rein. Ach so, der ist sowieso verletzt, der Sepuella. Tolle Sache. Deswegen muss der so oder so runter. Und ansonsten. Oh, auch der rechte Verteidiger, meine Güte, was ist denn hier los? Sind wir alle verletzt die ganze Zeit? Haben wir da noch einen auf der Bank irgendwie, den wir da jetzt reinnehmen können dafür? Ich würde ja da den rechten Mittelfeldspieler. Oh, der ist ziemlich gut. Tempo 85. Wir sollten auch wirklich mal mit Mittelfeldspielern rechts und links spielen, weil das ist hier eigentlich so eine Aufstellung, mit der ich nicht so gern spiele. Also das ist eigentlich so, wie ich es habe, aber die Spieler, die in der Mitte sind, die spielen ja normalerweise außen, also rechts und links. Und das sollten wir irgendwie mal hinkriegen, dass die auch da dann spielen am Ende. Also müssen wir uns auch nochmal zentrale Leute holen. Und ja, aber erstmal müssen wir vorne ein bisschen was machen und hier hinten. Und ich glaube, die linke Seite ist da noch ein bisschen schlechter, oder? Nee, der ist hier noch schlechter. Also wir suchen uns jetzt einen rechten Verteidiger erstmal. Transfer. Blub, blub. Nee, Quatsch. So und maximal 800. Gut. Wobei, nee, wir machen mal 700, damit wir noch ein bisschen Geld haben für Verträge, falls sie demnächst auslaufen. Und jetzt hier Goldspieler.
Alles klar, für die Position. Rechter Verteidiger. Gibt sogar linker Außenverteidiger. So, rechter Verteidiger. Das ist dann, glaube ich, wenn man mit fünf Verteidigern spielt, dieser rechte Außenverteidiger, linke Außenverteidiger. Aber egal, gut, Rechtsverteidiger. Wir suchen ja einen aus der italienischen Liga, sollten wir noch mit dazu nehmen. Die Serie A. Gut, auf geht's. Und Torosidis haben wir da. Dann haben wir hier Destiglio. Der ist sehr, sehr schnell und auch dribbelstark. Kann nicht schießen, ist aber relativ wurscht auf der Position. Ansonsten gefällt er mir ganz gut. Dann haben wir hier noch Konko. Der sieht auch ganz gut aus. Von Lazio Rom. 86 Schnelligkeit, 79 Dribbeln, Defensive 77. Also der ist sogar besser als der Destiglio. Das heißt, der wäre jetzt erstmal so der Favorit. Konko. Ansonsten gibt's hier, glaube ich, gar keine anderen, oder? Sieht nicht danach aus. Torosidis, Destiglio und Konko. Jo. Da haben wir also nicht wirklich eine große Auswahl. Könnten noch mal alle durchgucken, alle Konkos. Oh, Abate ist hier noch. Der ist ja richtig fix. Den können wir uns holen. Wobei der jetzt hier noch Ewigkeiten drin ist und wir keinen Sofortkaufpreis haben. Das ist blöd. Von daher können wir uns den nicht holen, denn ich will den ja sofort haben und nicht hier 8 Stunden warten und am Ende dann nochmal bangen müssen, dass wir den bekommen. Ich glaube, man bekommt den dann eher nicht. Maicon ist ja auch noch Ewigkeiten drin. Ist aber auch nicht so schnell wie der, den wir hatten. Der Kongo. Maicon. Müssen wir nochmal Kongo dann gesondert suchen. Haben wir denn noch welche hier? Abate wieder. Ich denke mal, die sind alle nicht wirklich zu erhalten hier. Mit einem Sofortkaufpreis. 7000. Ja, ist ganz klar. Jo, dann suchen wir jetzt hier erstmal Konko. Spielername. Konko. Genau der. Und das suchen wir jetzt. Und gucken wir, welcher am günstigsten ist. Eventuell können wir ja einen hier sofort erwerben. 950, 900, 1500. Ah, schade. Vielleicht läuft gleich einer aus. Dann können wir uns den vielleicht so kaufen. Das ist 21 Minuten. Ja, das dauert mir ein bisschen zu lange jetzt. Dann würde ich sagen, verkaufe ich noch mal ein, zwei Spieler, während wir hier also Schluss machen dann erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und am Anfang kaufen wir dann auch einen neuen Spieler. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Schuto.